Vor 3 Jahren kam Nimish aus Mumbai nach Berlin. Als ich in Berlin gekommen habe, bin ich in Kreuzberg gewohnt. Und ich mag diese Kiez, es ist sehr multikulti. Hier lebt er gemeinsam mit seiner Frau, arbeitet freiberuflich als Journalist. Zusätzlich würde er gerne Teilzeit in der Kindertagespflege arbeiten. Doch es gibt ein Problem. Mein Visum läuft Ende dieses Monats ab. Um mein Visum zu verlängern, brauche ich einen Termin mit der Ausländerbehörde. Und die Ausländerbehörde ist nicht erreichbar. Seit Februar bemüht er sich, einen Termin zur Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Bereits mehrfach habe er entsprechende Online-Formulare dazu ausgefüllt. Vor ein paar Tagen erhält er dann diese unpersönliche Nachricht, die ihn null weiterbringt. Sie sagen mir nicht sicher, wann ich einen Termin bekomme, wie lange es dauert für meine Visumsarbeit und so weiter. Und ja, das ist keine Antwort. Das gibt mir keine Sicherheit mehr. Für Nimish bedeutet das, er bucht erstmal kein Flugticket, um seine Familie in Indien zu besuchen. Er kann gerade nicht reisen. Und auch die Qualifizierung zur Arbeit in einer Kindertagespflege schiebt er erstmal nach hinten. Es gibt so viele Mängel in diesem Bereich. Und ich bin sehr motiviert, das zu machen. Aber wegen des Ausländerbehörde-Termins weiß ich nicht, was passiert. Wie kann das sein, wollen wir wissen, vom Leiter des Landesamts für Einwanderung. Der Service ist immer noch nicht gut und er ist auch immer noch nicht so, wie er vor Corona war. Wir laufen immer noch im Prinzip den Rückständen hinterher. Und wir laufen der Situation hinterher, dass wir die letzten 2 Jahre einfach wieder in einer Sondersituation waren, wie wir eigentlich seit 2015 immer sind, mit dem Brexit, mit dem neuen Fachkräftegesetz, mit den steigenden Asylsuchendenzahlen, mit dem Ukraine-Krieg. Dennoch habe sich die Behörde weiterentwickelt. Zum Beispiel gäbe es für Notfälle mittlerweile Lösungen. Wer zum Beispiel dringend reisen muss oder wer Gefahr läuft, den Arbeitsplatz zu verlieren, werde prioritär berücksichtigt. Man sendet über das Kontaktformular unter der Dienstleistung Notfall mit den Nachweisen, warum das einer dieser definierten Notfälle ist, eine Mail. Und wir versuchen dann auf diese Notfallmails, die wir erkennen als Notfall, einen bevorzugten Service anzubieten. Das ist in der Regelfall nicht der endgültige Service, also die Aufenthaltserlaubnis für 3 Jahre, sondern es ist im Regelfall die Fiktionsbescheinigung für 12 Monate. Das wäre ja schon mal was. Aber ist Nimish ein Notfall, weil er seine Familie besuchen will? Beziehungsweise wird ihn die Ausländerbehörde als Notfall sehen? Es sind absurde Fragen, mit denen er und viele andere sich rumschlagen müssen. Dabei will er nur eins. Für mich die wichtigste Sache ist, eine Sicherheit zu bekommen. Ich wollte eine richtige Antwort, wie lange es braucht, bis ich einen Termin bekomme. Dann kann ich meine Zukunft und mein Leben planen, ne? Doch solange er diese Rückmeldung nicht bekommt, bleibt für ihn ein Gefühl der Unsicherheit und der Ungewissheit.